Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Wenn man durch die Nase schlecht Luft bekommt, dann kann das viele Gründe haben. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie haben keinen Schnupfen und Sie haben keine verkrümmte Nasenscheidewand und trotzdem klappt es nicht so richtig mit dem Atmen durch die Nase. Aber da kann man was machen. Bei mir ist Professor Dr. Thomas Grundmann. Er ist Chefarzt der HNO Kopf- und Halschirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Das ist richtig. Schön, dass Sie da sind. Nett, dass Sie kommen konnten. Wenn Patienten zu Ihnen kommen, was erzählen die Ihnen über deren Vorgeschichte? Also viele kommen eben mit einer behinderten Nasenatmung, sie kriegen schlecht Luft und meistens kann man bei diesen Leuten ja die Nasenscheidewände korrigieren, die Muscheln kleiner machen, aber mir kommen auch sehr viele Patienten, die schon voroperiert sind und trotzdem noch schlecht Luft kriegen und sie beschreiben vor allen Dingen, dass sie während Belastung, also beim Sport, noch schlechter Luft kriegen. Das ist so die häufigste Vorgeschichte, die wir haben. Natürlich klären wir auch Allergien ab und sowas alles, aber das sind im Prinzip so ein spezielles Patientenklientel, was wir besonders bei uns diagnostizieren und auch behandeln dann. Und keiner findet was bis dahin? Mit den üblichen Methoden kann man eigentlich nicht feststellen. Wenn man in die Nase reinguckt, ist die Scheidewand gerade, die Muscheln sind eigentlich ganz moderat verkleinert und man sieht eigentlich auf den ersten Blick eine normale Nase. Ist es, sehen Sie nicht auch schon beim Atmen, dass der Patient Probleme hat? Wenn er bei mir gerade die Treppe raufgekommen ist, ich war bei meinem Büro im zweiten Stock, dann kann man sehen, dass er plötzlich beim heftigen Atmen die Nasenflanken so einzieht. Die werden dann beim Einatmen angesogen halt. Das ist schon ein ganz typisches Zeichen eigentlich, dass dort mit dem Naseneingang, also mit der Stabilität des Naseneinganges etwas nicht stimmt. Ja. Und was tun Sie dann? Wie stellen Sie dann fest, wo tatsächlich das Problem sein könnte? Also das Problem kann ja diese Instabilität der Nasenflanke sein. Es kann die Nasenklappe sein. Die Nasenklappe ist einfach ein Regulator in der Nase drin aus Knorpel, der ungefähr wie so ein Dreieck ist und der bei den Patienten einfach zu eng ist. Man kann die Nasenflanke einfach stabilisieren. Man kann von außen ein Drahtpflaster draufkleben. Das gibt es auch schon im Handel zu kaufen für Sportler. Oder man kann mit einer Pinzette die Nasenflanke stabilisieren und kräftig einatmen lassen. Dann weiß man das auch schon. Die Nasenklappe kann man mit kleinen Platzhaltern aufspreizen, kleine Wattekügelchen, dann wird die weiter und die Patienten verspüren sofort eine Erleichterung und kriegen besser Luft. Ah, das heißt, Sie simulieren sozusagen das, was man erreichen könnte, um zu sehen, ob er dadurch besser atmen kann, der Patient. Richtig. Und dann wissen Sie, dass es das ist. Nasenflanke ist dasselbe wie Nasenflügel? Damit wir uns einmal. Ja, also die Nasenflanke ist eigentlich der ganze Bereich weiterhin und der Nasenflügel ist der Vorderbereich der Nase. Ja. Ein dritter Grund kann sein, dass die Patienten eine abgesunkene Nasenspitze haben. Das kommt mit dem Alter oder nach Voroperationen. Und da kommen wir eigentlich schon in den Bereich der Kosmetik fast, weil das oftmals auch mit kosmetischen Korrekturen oder mit dem Wunsch nach solchen Korrekturen verbunden ist. Ja, man sagt ja, im Alter wachsen einige Teile des Körpers nochmal, Hände und Füße, Ohren und tatsächlich die Nase. Ist das das, was Sie meinen mit dieser abgesunkenen Nasenspitze? Ja, also der Knorpel wächst nicht eigentlich. Die bindegewebigen Strukturen zwischen den Knorpeln, die werden laxer und weicher, wie überall im Körper. Und dann beginnen einige Teile der Nase einfach zu hängen, auch die Ohrmuscheln größer zu werden, wie bei Buddha. Das ist keine Weisheit, das ist einfach eine Bindegewebsschwäche. Schade eigentlich. Mhm. Und wodurch behindert das die Atmung, wenn die Nasenspitze sich absenken würde, also so? Dann hat man quasi einen weicheren Naseneingang, der genauso wieder, wenn er instabil ist, auch zu einer Behinderung der Nasenatmung führt, vor allen Dingen einatmenbedingt. Ja, welche Möglichkeiten gibt es noch, die Atmung behindern können? Also was hatten wir jetzt? Wir hatten die Nasenflanke, wir hatten die abgesunkene Nasenspitze. Es kann natürlich Tumoren geben, die in der Nase wachsen oder irgendwelche Dinge, die man in Voroperationen nicht gesehen hat, die weiter hinten in der Nase sich befinden halt. Aber das müsste man dann endoskopisch überprüfen. Das machen wir ja alles in der Untersuchung mit normalerweise. Ja, fällt dann auch in Ihren Bereich, dass man zum Beispiel zu häufig Nasentropfen verwendet hat und dass deshalb innen die Nase, ich glaube, die Schleimhaut noch einmal sich verdickt hat oder so etwas? Also das haben wir auch oft, dass Patienten einfach schon jahrelang Privin oder privinartige Tropfen, Xylometazolin heißen, die nehmen. Ja. Wir sprechen dann von Privinismus, deswegen der Name auch, dann passt das so gut. Ja. Da sind die Rezeptoren einfach unempfindlich geworden. Die Patienten haben bei jeder Gelegenheit eine verstopfte Nase, besonders nachts, wenn sie sich hinlegen auf die Seite, auf der sie schlafen, schlittern die Nasenmuschel an. Das wäre ja dann noch so ein Tipp am Rande. Also Nasentropfen sind ja frei verkäuflich und keiner möchte eine laufende Nase haben oder total nur nasal sprechen, gerade im Beruf nicht. Und deshalb möglichst nicht so häufig die Nasentropfen verwenden. Das wäre so eine Botschaft. 2 Wochen soll man sie verwenden. Das ist so die Zeit, um einen Schnupfen zu überbrücken damit. Wenn man jetzt Nasentropfen länger nimmt, ist ja irgendwas mit der inneren Nase nicht in Ordnung. Dann sollte man das von einem Arzt abklären lassen und prüfen, ob man als einfachste Maßnahme einfach die Nasentropfen erstmal umsetzt. Wenn man schon einmal davon abhängig ist, muss man sowieso mit einem Cortisonspray sich von den normalen Nasentropfen entwöhnen. Das ist wie ein Entzug.
Und andernfalls kann man auch Cortison-Nasenspray aber nehmen bei allergischen Erkrankungen der Nase. Ja, wenn Sie nun operieren müssten, wenn also die Diagnose das ergeben hat, dass tatsächlich operiert werden muss, um die Atmung zu verbessern, wie machen Sie das? Es gibt ja ein ganzes Portfolio von Operationen für die innere Nase. Wir haben ja schon über die Nasenscheidewandkorrektur geredet und die Nasenmuschelverkleinerung. Was ich zu Anfang sagte, eben diese Operationen am Naseneingang sind einfach nur Unterfütterungen. Man unterfüttert diese kollaptisch weichen Anteile in den Flanken, indem man einfach körpereigenes Material, in diesem Falle Knorpel, aus der Nasenscheidewand oder aus den Ohrmuscheln nimmt und dort wie so eine Segellatte einbringt, sodass damit die Nasenflanke nicht mehr angezogen wird. Sie können auch die Nasenklappe erweitern, indem Sie einfach dort ein Stück Knorpel herausnehmen und einer kleinen Lappenplastik dort diese enge Klappe einfach aufweiten. Und wenn es um den Naseneingang geht, kann man diesen stabilisieren, indem man hier vorne ein Stück Knorpel einbringt, wie so ein kleiner Stützstab bei einem Zelt, was wieder aufgerichtet werden soll. Und damit kann man eigentlich dem Patienten schon in diesen Fällen halt sehr viel Linderung verschaffen. Das hört sich alles so einfach an bei Ihnen. Das Erste, was ich mich eben gefragt habe, ist, wenn Sie von meinem Ohr Knorpel entnehmen, habe ich da nicht ein Loch? Nein, man kann das im Prinzip so verdeckt entnehmen, dass man nicht mal den Schnitt mehr sieht. Aber Knorpel wächst ja nicht nach, oder? Knorpel wächst nicht nach, dann entsteht eine stabile Narbe, die Sie von außen nicht sehen. Das Ohr wird nicht wie so ein Hasenohr zusammenfallen, sondern wird so schön bleiben, wie es vorher war. Ja, wie muss ich mir diese OP vorstellen? Was ist da die Vorbereitung? Wie lange dauert das? Wie bin ich danach? Wie sehe ich danach aus? Also wenn wir von diesen Naseneingangsplastiken reden, sind das eigentlich sehr kleine Eingriffe, die man fast schon ambulant machen kann. Je nach Aufwand, ob man Knorpel entnehmen muss, würde man das dann also stationär machen halt. Man kann das auch theoretisch in örtlicher Betäubung machen. Da haben viele Patienten bei Operationen der Nase so verständlicherweise etwas scheu davor. Ja. Meistens reicht das aus, es in Vollnarkose zu machen. Der Eingriff dauert eine halbe bis eine Stunde, je nach Aufwand. Und meistens kann man das auch verbinden mit Korrekturen der äußeren Nase, weil man die gleichen Zugänge verwendet wie bei der kosmetischen Chirurgie. Ja, und das hält dann ewig? Das hält ewig. Der Knorpel wird, je nachdem, wo er herkommt, also Scheidewandknorpel zum Beispiel, ist sehr stabil. Wir sagen resorptionsstabil, das heißt, er ist noch nach 5 Jahren so da, wie er mal eingebracht wurde. Ein bisschen besser als Ohrknorpel. Wenn wir gar keinen Knorpel mehr haben oder wenn wir sehr viel Stabilisierungsmaßnahmen brauchen, zum Beispiel bei sehr viel oft voroperierten Nasen oder bei Traumafolgen oder bei Entzündungsfolgen, dann verwenden wir auch Rippenknorpel. Das ist auch kein Problem. Wir haben genug Rippe und genug Rippenknorpel. Da kann man ganze Ohrmuscheln mit aufbauen, also kann man auch Nasen damit rekonstruieren. Das heißt also auch, dass man unter Umständen mehrfach dann noch einmal die Nase operieren muss? Das ist eine einzige OP, die muss vorher geplant werden. Das ist ein Eingriff halt, bei dem man eben mit dem Patienten alles genau absprechen muss. Der Bedarf an Rippenknorpel kann natürlich vorher nie so richtig abgeschätzt werden. Deswegen wird der Patient, wenn es denn notwendig ist, dafür vorweg aufgeklärt, dass man die Optionen hat. Wenn er schläft, kann man ihn nicht mehr fragen halt. Ne? Ja, und wie lange dauert das danach, bis ich wieder auf dem Damm bin? Also nach einer reinen Naseneingangskorrektur sind Sie eigentlich schon nach einer Woche wieder fit. Und kann wieder arbeiten gehen? Ja. Nun weiß ich ja von Ihnen, dass Sie neben dieser Funktions-OP, damit man wieder besser Luft bekommt, ja auch noch andere Dinge mit erledigen können, zum Beispiel kosmetische Operationen. Stimmt das eigentlich? Ja, wir machen schon seit vielen Jahren kosmetische Eingriffe bei uns im Hause. Die verbinden wir oft mit diesen funktionellen Eingriffen. Die Patienten sagen, ich muss sowieso an der inneren Nase operiert werden. Kann man dabei auch gleichzeitig eine Korrektur der äußeren Nase machen. Und da ist das ganze Portfolio eigentlich möglich von Rückenabtragung, Rückenverkleinerung, Rückenerhöhen, Spitze, schmaler, also kleiner Höhe. Ja, also der Rücken ist der Bereich der Nase hier, wenn ein Höcker ist. Oder man kann die Nasenspitze, die zu dick, zu plump ist, zu voluminös, verkleinern. Man kann sie in ihrer Position ändern, man kann sie aufrichten, man kann alles Mögliche machen mit der Nase. Und das kann man, weil es die gleichen Zugänge sind, wie bei diesen Naseneingangskorrekturen, mit einem solchen Eingriff verbinden. Ja, jetzt frage ich natürlich mich, geht das dann auf Kassenkosten, weil ich ja nun schon mal bei Ihnen bin? Nein, kosmetische Korrekturen der Nase gehen nicht auf Kassenkosten. Die Kasse zahlt nur den rein funktionellen Teil der inneren Nase, das heißt die Korrektur von Scheidewand, Naseneingangsplastik, aber alles andere muss der Patient selber tragen. Das heißt, das ist eine kosmetische Zuzahlung, die er für die Operation dann leisten muss. Wie viel? Je nach Aufwand, also das kann sich von 2.000 bis 4.000 Euro bewegen. Ja, die man dann schon mal dafür ausgeben sollte, dass man anders aussieht, als man vielleicht geboren worden ist, um es mal so zu sagen. Ist ein Kleinwagengebrauchter. Ja, sozusagen. jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man schon die Gelegenheit hat, so eine Nase operieren zu lassen, dann schaut man sich, vor allem als Frau, vorher mal an, welche Nase man denn gerne hätte. Passiert Ihnen das, dass da Patientinnen zu Ihnen kommen, die dann mit einem Nasenwunsch kommen, von dem Sie sagen, oh nee, der wird nicht zu Ihnen passen? Also man muss natürlich bei den Patienten sehr genau vor in einem Gespräch eruieren, inwieweit er überhaupt
überhaupt für eine Nasenoperation geeignet ist. Es gibt zum einen Patienten, das nennen wir Dysmorphie-Patienten, die einfach mit ihrem Äußeren nie zufrieden sind. Die kommen in einer wunderhübschen Nase und wollen eine noch hübschere Nase haben. Ja. Die berate ich und schicke sie wieder weg. Die operiert man nicht, weil man nie glücklich ist und der Patient wird auch nie glücklich sein durch diese Operation. Das andere ist, dass Patienten mit einer Vorstellung einer Nase kommen, meist mit einem Foto von irgendeinem Schauspieler oder einer Freundin und sagen, genau, ich möchte genau diese Nase auch haben. Ja. Und man sieht schon von dem Bild, dass diese Nase zu diesem Menschen überhaupt nicht passt. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es sogenannte Morphing-Programme, bei denen wir Fotos des Patienten haben und dann mittels Computeranimation eine Nase so hinbiegen, bauen können, wie es für den Patienten passt. Das Ideale ist ja, eine Nase im kosmetischen Bereich zu rekonstruieren oder zu schaffen, die zu dem Patienten ideal passt und die ihm auch gefällt. Das heißt, seine beste Freundin trifft sie auf der Straße und sagt, Mensch, du siehst super aus nach der OP, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, und dieses Morphing-Programm, da haben Sie uns Fotos mitgebracht, um uns das zu zeigen, zum Beispiel. Ja, man kann es natürlich schöner direkt im Computer zeigen. Ich habe hier also ein Bild von dem, das ist, vielleicht kennen das ja einige, das ist der Herzog von Montefeltro, das ist ein Gemälde, was in den Uffizien in Florenz steht, ich habe es auch schon mal gesehen, es ist wirklich imposant, etwas dunkel und der hat durch einen Axthieb hier vorne so eine Deformität der Nasenwurzel halt. Und den haben wir einfach mal gemorpht, wie das aussehen würde, wenn jetzt dieser Patient ja, eine richtige Nase hätte. Das ist schon ganz anders. Das ist schon was völlig anderes. Genau. Da sieht man schon, dass man sagt, okay, man kann durch so ein einfaches Morphing ungefähr die Nase so herstellen, wie sie eigentlich einer normalen Nase entspräche. Und so sagen, okay, das können wir auch machen. So ist es gut. So soll die Nase später aussehen. Ja. Ist natürlich problematisch, wenn man dann, ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht, das kennen bestimmt auch alle, wenn man eine solche Nase hat wie diese hier, die kennen Sie alle, das ist Nofretete, die ja eigentlich ein Schönheitsideal ist, aber eigentlich nicht der Nasenform entspricht, die wir üblicherweise eigentlich so kennen, aus Funk und Fernsehen von den bekannten Stars. Und wenn man die jetzt morphen würde, ist vielleicht ein minimaler Unterschied, nur sieht man, dass die Nase hier etwas, dass der Nasenrücken etwas, so eine leichte Sattelung hat. Ja, genau. Und das ist eigentlich so, wäre eigentlich die perfekte kosmetische Nase. Ja. Aber ich muss sagen, andersrum ist es nicht mehr nur Fritete. Die Nase passt nicht mehr zu ihr. Sodass man hier wirklich sagen müsste, Frau Königin, bleiben Sie bei Ihrer alten Nase, die würde ich nicht operieren. Ja, genau. Lassen Sie uns noch in unserem Interview zu einem doch ernsten Thema kommen. Bei Ihnen geht es ja nicht nur um Funktionen und um Optik, sondern es geht ja auch um die Rekonstruktion von einer Nase, zum Beispiel nach einer Tumor-OP. Wie weit kann das gehen? Also angenommen, die ganze Nase hätte entfernt werden müssen, auch zusammen mit dem Nasenrücken zum Beispiel. Sowas kann man ja immer wieder sehen. Wie viel können Sie tun für so einen Patienten? Also vorweg, die Techniken, sowas zu reparieren, gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Es ist sogar schon mal im Mittelalter sind Methoden beschrieben worden, weil damals die Hauptursache einer verlustigen Nase waren einfach Hiebe mit Schwertern oder Äxten halt, dass die Nase abgetrennt wurde. Heute sind das meistens Tumoren oder Unfälle. Ja. Es ist so, dass wir das Wichtigste eigentlich bei der Rekonstruktion der Nase ist auch die Rekonstruktion der inneren Nase. Das heißt, Sie müssen auch die innere Nasenschleimhaut mit rekonstruieren. Das hat man früher oft vergessen. Dann schrumpft die Nase nach Jahren und sieht ganz fürchterlich aus. Das heißt, dass man, wenn man einen Defekt zum Beispiel der Nasenspitze oder der Flanke hat, mit der verbliebenen Haut der äußeren Nase erstmal die innere Nase deckt. Weil es eigentlich viel, viel eleganter ist und besser, wenn man die gesamte Nase mit einem großen Lappenplastik rekonstruiert, von den Einheiten her, als wenn man nur einen Teil rekonstruiert. Das heißt, es ist einfacher, eine ganze halbe Nase zu rekonstruieren, als nur eine kleine Spitze, weil hinterher die Narben, die draufstehen, eher zu sehen sind, als wenn man es anders machen würde. Das heißt, wir müssen ein Konzept machen mit dem Patienten. Im Extremfall fehlt die gesamte Nase. Mhm. Dann machen wir einen Innenlappen oder eine Innenauskleidung aus der restlichen Nasenscheidewand. Die wird umgeklappt wie so ein Zelt. Und dann wird im gleichen Schritt wird ein großer Lappen aus der Stirn genommen, der an einem Gefäß festgestielt ist hier oben. Und dann wird dieser Stirnlappen auf den Defekt aufgestülpt, wird eingeklemmt. Oben haben Sie schon mal eine grobe Form der Nase, die erstmal hier vorne einwachsen soll. Das sieht natürlich sehr komisch aus. Das muss man dem Patienten auch vorher sagen, dass der mit so einer Art Rüssel da im Gesicht erstmal 6 Wochen lang rumrennt. In einem Zwischenschritt wird dann dieser Lappen verkleinert, ausgedünnt. Und dann zugleich wird das Nasengerüst mit Rippenknorpel rekonstruiert. Wie so, wenn man so ein Dach macht, aus Holzstücken halt, im Prinzip so ein Dachfirst, und dann kommt oben drauf dieser Lappen. Dann lässt man das Ganze einige Wochen einheilen und dann kann der Stiel wieder abgetrennt werden und dahin zurückgebracht werden, wo er herkommt, nämlich in die Stirn. Und in der Zeit, in der dieser Stirnlappen anwächst auf der Nase, ist der Patient dann zu Hause und kommt danach wieder zur OP? Oder das ist unterschiedlich. Einige sind da ganz stabil beseitigt, die haben dann einfach nur so einen weißen Nasenverband oben drüber, gehen damit einkaufen, das ist denen eigentlich ziemlich wurscht, andere bleiben dann eher zu Hause, aber man kann das eigentlich mit einem Verband ganz gut kaschieren. So schlimm sieht das nicht aus. Wie lange dauert das insgesamt, bis ich eine Nase habe, die neu angewachsen ist und die funktionsfähig ist? 6 bis 8 Wochen.
Länger nicht. Nein. Und können sich daraus später noch Komplikationen ergeben, dass das Atmen durch die Nase oder überhaupt die Funktion der Nase doch noch anders ist, als wenn es noch meine gute alte Nase gewesen wäre? Es kann Vernarbung geben, das ist richtig, dass der Eingang wieder sich narbig zusammenzieht. Da muss man nochmal nachbessern, dann kann man nochmal die Lappen ausdünnen. Das Hauptproblem, was passieren kann, ist, dass der Krebs immer nachkommt halt, dass die Krebsgeschwulst wieder auftritt. Da muss man immer sehr genau gucken, dass dort nicht wieder was nachwächst. Ja, ist das auch etwas, was Sie während der OP dann schon sehen? Oder ziehen Sie dann Kollegen hinzu, die in der OP nochmal gucken? Nein, das machen wir alles auch selber. Wir würden natürlich während der OP in Schnellschnitten, das heißt, indem wir die Ränder des Resektats nochmal einschicken, während der Operation sehen, ob alle Tumorzellen entfernt sind. Bei sehr ausgedehnten Tumoren würde man auch eine Nachbestrahlung empfehlen wahrscheinlich, um noch sicher zu sein, dass man wirklich alle Tumorzellen dort im Griff hat. Ja. Vielen Dank für dieses spannende Interview. Gerne. Ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.